Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Und ja, frohe Weihnachten, nicht fast gesagt. Nein, frohe Ostern natürlich. Zweiter Osterfeiertag. Wir sind in Folge 154 gelandet und wir stehen schon vor der ersten Mods. Natürlich nicht der New Holland, das ist mein Standardvorführer. Den Lemkin Solitär 23 in einer abgewandelten Form. Ihr seht auch schon eine Möglichkeit, die uns hier gegeben wird, nämlich dass sowohl das Design hier farblich komplett angepasst wird. Das ist zum Beispiel jetzt John Deere Farben, habe ich mal als Kontrast zum New Holland genommen. Und wir haben hier vorne die komplette Beleuchtung dran, die in zwei Stufen funktioniert. Ich zeige euch mal, wie das gute Stück hier so aussieht. Wir haben also hier auch vorne normale Standardbeleuchtung. Ne? Da geht hinten die an. Und wenn jetzt oben die Strahlen angehen, gehen hier vorne die Strahlen auch mit an. Wir haben dann die Möglichkeit, nicht nur das N zu drücken, das tue ich jetzt extra noch nicht. Dann geht die Klappe auf, sondern wenn man das N gedrückt hält, dann geht die Klappe auf. Und das Leiterelement klappt hoch. Wenn ich jetzt das N nochmal gedrückt halte, klappt erst schön die Leiter weg und dann geht die Klappe zu. Finde ich also schon mal sehr gelungen, sehr schönes Teil. Mach das Licht mal wieder aus. Wir gehen mal eine Runde in den Shop. Gehe jetzt einfach mal direkt auf Lemken, ist das einfachste. Hier seht ihr das Original. Das ist natürlich auch mit Lampen und allem drum und dran. Aber hier geht es halt hauptsächlich um die Design-Variante, ne? Und die farbliche Einstellung, ne? Bettnagel-Mods haben dann hier wieder mal zugeschlagen. Ihr seht hier selber, ihr könnt auch das gerne mit den Bettnagels-Mods dementsprechend Schild nehmen oder mit den Lemken. Könnt ihr auswählen und ihr habt eine Designfarbe. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel die Stahldeckel-Variante. Schönes hellgrün, das ist für den Deckel halt. Und die Hauptfarbe könnt ihr wählen, je nachdem ihr wollt, auch hier ne? Vergoldet sozusagen, hätte ich fast gesagt. Ist also alles machbar. Schöne Designgeschichte, 1820 Liter in der Form, so wie Sie jetzt hier sehen. So, gut, ja, haben wir das gute Stück schon mal. Dann würde ich sagen, marschiere ich doch mal hier gleich um die Ecke. Und wir kommen auf dieses gute Stück zu. Das hier ist, so sieht der Original aus, wenn man ihn in einfachster Form kauft. Battletech TS16 Professional Line. Das ist, ja, ein schöner kleiner Kipper. Ne? Hinten schön mit Kornschieber und das ist die Komplett-Design-Variante. Man hat hier die Variante zwischen verschiedenen Fenstergrößen zu schalten. Hier seht ihr ganz klein. Da seht ihr dann ein bisschen größer. Man hat hier die Kapazitätserweiterung. Ich kann die Felgenfarbe, die Hauptfarbe bestimmen. Und ich kann auch von der Abdeckung hier oben entweder das in Originalfarben haben oder er passt sich dementsprechend der Lackierung an. Wir können das trotzdem natürlich alles wegklappen und sowas. Funktioniert also alles wunderprächtig. Auch das eine Runde im Shop. Da gehe ich einfach mal über den Anhängerpart rein. Da seht ihr das Ganze. Hier habe ich die Designfarbe. Ne? Das ist halt der Grundkörper an sich. Die Hauptfarbe ist das ne, ganze Fahrgestellpart. Kapazität 16.000 oder 21.000 Liter sind die Seitenschotten. Wir haben dann hier die kleines Fenster, großes Fenster Variante. Ne, das kann man halt schalten. Und dann kann man sagen, hinten Anhängerkupplung. Ja oder nein. Ne, da ist auch plötzlich alle Anschlüsse, alles da, was man haben muss. Ja, das Ganze kostet halt zwischen, wenn man ein bisschen dran rumwurschtelt, seht ihr selber, ist man hier bei 22.800 und in einer einfachen Form, wenn man das Ganze hier so lässt und die Kapazität, ah ne, wir gehen auch über 25.000, die Kapazität, das Kleinste ist halt 21.000, das Größte, machen wir das nochmal so rum, ist halt 26.800, ne? Auch eine schöne Geschichte. So, ja, dann würde ich sagen, gucke ich erstmal hier hin. Ja, die Jungs, die hier blinken, da werde ich jetzt nicht super viel von zeigen. Ich werde euch nur zeigen, dass die in Arbeit sind. Das sind beides Beta-Modelle. Ich habe sie schon drinnen stehen für die Leute, die sich angucken. Sie haben allerdings noch keinen Sound. Aber ich finde es gut, dass sie hier die guten Klassiker dementsprechend, hätte ich fast gesagt, die guten Geräte, den TA96 und 98, sind in Bau sozusagen. Wird es dementsprechend Updates von geben, müsst ihr euch halt nur ein bisschen mit auf dem Laufenden halten, wenn ihr da, sagen wir mal, wenn es die fertige Version gibt, dann werde ich es dementsprechend bestimmt auch nochmal bringen. Möchte aber gerne für die New Holland Freunde halt hier auch mal noch einen Einblick gewähren. Man ist dabei. Ne? Das sind die ersten Eindrücke. Das sind zwei Stück. Die ja, sind auch zwei einzelne Mods. Und dann, ja, mal schauen, was draus wird. Ne? So, dann marschiere ich mal hier rüber. Und wir kommen zum Dames Ursus 914. Habe ich jetzt hier zweimal stehen, ganz einfach.
Einmal gibt es den Siebte selber mit den Kotflügeln, ohne den Kotflügeln, mit Front, ohne Front. Deswegen habe ich das dementsprechend gezeigt. Und es gibt halt verschiedene Farbvarianten. Und die wollte ich auch mal eine Runde zeigen. Wir haben hier, wenn wir von innen gucken, ne, zwar keine super Beleuchtungsgeschichten, aber es sieht schon aus wie eine normale, vernünftige Innenausstattung. Ne? Licht sonst, seht ihr selber, normal zuzuschalten, hinten zuzuschalten, oben zuzuschalten. Und ja, hat natürlich schöne Treckergeräusche. Man sieht auch die Fußanimationen und sowas sind da. Da bricht sich teilweise ein bisschen beim Fuß, aber man kann nicht alles haben. Ne? So. Ja. Auch im Shop zu sehen natürlich. Hüpfen wir gleich mal eine Runde hin. So, da haben wir ihn. 29.000 in der Normalvariante. Wir haben jetzt hier die Variante, dass wir vorne die Gewichtsgeschichten erhöhen können. Design ist mit Kotflügel, ohne Kotflügel. Reifenvarianten sind Breitreifen mit Radgewichte. Wir können sagen mit Frontbau oder ohne. Und wir haben hier die ganzen schönen klassischen Farbtypen, Farben drin, die man im Laufe der Jahre so kennt. Ne? Also auch die typischen schönen alten Farben mit dabei. Ja, liegt bei 29.000 bis natürlich ein bisschen höher, wenn man noch ein bisschen am Zubehör rumwurstelt. Also schon eine sehr schöne Geschichte. So, dann kommen wir noch mal eine Runde zum freundlichen kleinen Fendt hier. Das ist die 300er Serie. Wir sehen jetzt hier, da ist die 317 Chip Vario Variante. Habe ich glaube ich jetzt bei beiden hier genommen. Das fängt aber kleiner an. Ihr seht selber, wir können den kompletten Kommunal-Look nachziehen, ne? Also durchziehen. Genau wie auch hier High-End-Glanz- und Glitzer-Lackierung. Ist also alles machbar hier. Ich zeige euch das gute Stück gleich. Ich fahre einmal so ein bisschen im Kreis einmal, damit wir hier den Motorsound auch gehört habt. So, gucken noch mal innen rein. Das Schöne an der Geschichte ist, wir haben vorwärts und rückwärts sehen wir den Pfeil dementsprechend. Wenn wir Licht anmachen, sehen wir da, wenn die Lichtsachen zugeschaltet, ne, ihr seht den Lichtschalter dort angehen. Und ja, natürlich die verschiedenen Lackgeschichten und sowas, was es hier alles so Schönes gibt. So, auch den einmal aussteigen, einmal in den Shop. War nämlich genau neben dem, der seht ihr schon. Ne? Auch Beutelangel-Mods, genau wie der Lemkin vorhin auch. Und hier seht ihr die Designfarben. Wir haben jetzt hier die Hauptfarbe an sich. Da ist echt, echt alles drin, ob jetzt dunkel, metallic oder was auch immer, bis zum hellblau. Felgenfarbe können wir genauso gut so anpassen oder wählen, wie wir es gerne möchten. Kann ich auch gerne einen hellblau nehmen. Und die Designfarbe, ne? Das ist halt die Spiegel und die... die Abdeckungsgeschichten, die kann ich natürlich jetzt auch anpassen, wenn ich das möchte. Reifenvariante habe ich natürlich Radgewichte-Geschichten, Zwillingsbereifung, Fliegebereifung, alles was man so kennt drin. Wir haben Nokia, Mitras, Michelin und Trelleborg drin. Wir können sagen, ja, mit vormontierten Rundumleuchten oder nicht. Und wir gehen halt von 100 PS beim 310er über 311er mit dem 110 PS, 312, 120, 170 bei dem 13, 158 bei dem 15er, 178 bei dem 317er und die Chip-Variante hat dann 228 PS. Also da kann man auf dem Kleinhof-Part so ziemlich alles mitmachen. Und wir sehen, er liegt dann so bis zu 106.000 knapp, fängt bei 75.000 an. Also wer viel möchte, kann da auch viel Geld reinstecken. So simpel ist das Ganze dann. Ja, finde ich, sieht auch sehr gut aus, sehr gelungen, eine schöne Variante. So, dann habe ich, ja, eine Mod haben wir glaube ich noch, nämlich ihn hier. Den UHAZ Patriot, weil so steht es glaube ich auch sogar dran. Ja, finde ich, ist ein sehr gelungenes Auto, kann man Lackierungen dementsprechend wählen, man kann den Frontpart hier vorne wählen, Licht oben drauf, ja, nein. Wir haben, wenn wir drinnen stecken, von innen, ne, eine schöne komplette Beleuchtung, selbst mit Uhr. Wir sehen in der Mitte die Lichtvarianten, wie die da zugeschaltet werden. Die Lichtknöpfe gehen an. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass auch die auswählbaren Varianten, wie ihr seht, hier mit angeschaltet werden. Also die Strahler, die optional sind, funktionieren aber trotzdem. Sonst hat man halt nur die normale Lichtvariante an, aus. Und dann gibt es halt die Zusatzschaltung mit den Scheinwerfern oben drauf. Finde ich auch eine sehr gelungene Geschichte, muss ich sagen. So, werde ich euch natürlich jetzt auch nochmal im Shop zeigen. Da haben wir dann ganz normal unter Autos. Da haben wir 12.280 kostet er normal.
Konfiguration, ne? Wir haben hinten Kupplung, hinten ja, nein. Dann gibt es die Designvarianten, 2016er Modell. Wir können halt sagen, einfach nur vorne, oben, ne? Oder dann auch alles auf einmal und hier umschalten und da umschalten. Also wie man es haben will, ne? Das ist die Variante alles so, wie ich sie hingestellt hatte. Reifenvarianten gibt es auch verschiedene Felgengrößen, Standard, 18 Zoll und 16 Zoll. Und das ist halt die Motorgröße. Bei der Motorgröße und bei der Klassik-Varianten, das habe ich jetzt nicht gemacht gehabt im Dings. Hier oben seht ihr zum Beispiel, kommt auch noch Dachreling-Geschichten dazu. Und auch die Spiegel mit lackierbaren Spiegeln oder nicht. Ne? Mit Schriftzug hier an der Seite. Also ist alles machbar. Zusätzlich habe ich natürlich die Farbwahl vom Grundpart, die Farbwahl der Felgen und die Designgeschichte. Und die Designgeschichte ist halt das, was ihr an den Lampen und sowas halt seht. Ne? Also sehr schön gemacht und sehr viel dran zu machen. Finde ich also sehr gelungen, das Ganze, muss ich sagen. Ne? Kann ich nochmal reinsetzen, mach das Licht nochmal an. So, da seht ihr das gute Stück. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ja, das war's auch schon wieder. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wünsche euch noch einen schönen Rest Ostern und sage dann bis morgen.